Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem ganz, ganz besonderen Video von mir. Und zwar mit meiner lieben Co-Moderatorin, meiner lieben Luisa. Sie ist jetzt mittlerweile fast 2 Wochen alt und wir machen das heute hier zusammen. Denn zusätzlich gibt es heute ein ganz besonderes Video, meine Lieben. Wie ihr vor kurzem gesehen habt in den Daily Vlogs, waren wir in München. Und zwar ist das Projekt jetzt nun endlich fertig und ich darf das Ergebnis endlich mit euch teilen und ich bin so stolz drauf, denn es ist so gut geworden. Und zwar geht es um die neue Serie Germany, die zurzeit auf Kika läuft. Und in der Serie geht es um Vielfalt, Familie, Freundschaft, Glaube und so weiter. Und ich finde, das sind eigentlich so Themen, die uns alle betreffen. Deswegen hat der Patrick zusammen mit 3 anderen YouTubern sowie mit Schauspielern aus der Serie so eine Art Webserie gedreht. Und hierzu sind insgesamt 6 Videos entstanden, wo die Jugendlichen so einige Fragen zu verschiedenen Themen halt beantworten. Deswegen werdet ihr natürlich auch die Schauspieler und die anderen YouTuber hier jetzt in meinem Video auch sehen. Das heißt, der Patrick wird auch bei den anderen zu sehen sein, zu anderen Themen. Ich hoffe auf jeden Fall, das Ergebnis gefällt euch und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit dem Video zum Thema Ungerechtigkeit. Germany! Wir zeigen dir heute jetzt mal einen Ausschnitt aus der Serie, Germany, und dann sagst du mal einfach danach, was dir dazu einfällt. Kannst anfangen. Ey, Arab Boy, gibt's eigentlich einen Grund dafür, dass du dem Lehrer nie Antworten gibst, wenn er dich höflich etwas fragt? Wir müssen das. Zeig uns mal, wie du deine Maul aufkriegst. Dann passen auch die ganzen Extrawürste rein, die du ständig gebraten kriegst. Was ist denn da los? Ach, lass, der ist doch selber schuld. Und deswegen soll er verkloppt werden? Jetzt sag mal schön laut, hau mir bitte nicht in die Fresse, lieber Yannick. Dann tut das vielleicht nicht. Vielleicht aber doch. Es gibt halt immer, so sind halt immer die Gruppen. Es gibt die, die fies zu den anderen sind. Dann gibt es die Gruppe, die einfach wegbleibt, weil sie nicht selbst wollen, dass die dann auf ihn zugehen. Und dann gibt es halt die, die natürlich für den anderen aufstehen. Ich bin der da. Der, der nichts macht. So, jetzt fährt ja zum Schluss die Kamera so auf den zu. Was denkst du, was würdest du in der Situation machen? Also, ich würde mich da auch einmischen. Also, ich würde mich am ehesten mit dem, der stehen bleibt, identifizieren. Also, wenn irgendwie Streit gibt, da versuche ich mich halt rauszuhalten, weil ich habe nicht so Lust auf Streit irgendwie. Für Freunde soll man eigentlich immer da sein. Also würde ich schon, auch wenn ich Angst hätte, dass natürlich die dann auf einen anderen, also auf mich, losgehen würden, würde ich trotzdem nicht einfach dastehen wollen. Gewalt ist keine Lösung. Das bringt doch denen nichts, wenn sie sich dann vielleicht schlagen oder so. Ich würde selbstverständlich eingreifen. Ich würde mit den beiden Jungs reden. Sagen, es ist nicht gerecht, sie sollen es einfach lassen und gehen. Ich würde vielleicht irgendwie versuchen, was zu machen, aber jetzt nicht irgendwie körperlich oder sowas eingreifen oder so. Hilfe rufen. Oder Hilfe holen von anderen Leuten. Verkloppen würde ich sie nicht, weil dann tust du Unrecht. Ich könnte mich wehren, also mein Charakter halt in der Serie. Aber das hat halt einen so verletzt, dass die ihn halt beleidigen, dass man das dann halt doch nicht kann in dieser Situation. Wenn man sich mal so in die Situation von ihm vielleicht reinversetzt, man weiß nicht, was er erlebt hat oder ja, dann vielleicht hat es auch irgendeinen Hintergrund, warum er nicht spricht. Vielleicht, weil er aus einem anderen Land kommt und deswegen nicht redet und so. Ja, weil er offensichtlich ein Ausländer ist, halt nicht diese Nationalität hat. Nach Deutschland sind ja relativ viele Flüchtlinge letztes Jahr gekommen. Und ich glaube, vielleicht ist er einer von denen, die aus Syrien kommen. Das geht gar nicht, wenn man einfach die Leute dann rassistisch oder irgendwie einfach nur so beleidigt, weil die aus einem anderen Land kommen oder so. Vielleicht haben die ja Angst vor ihm oder dass er was tut, aber vielleicht eigentlich ist er ja eigentlich sehr nett. Wurdest du auch schon mal ungerecht behandelt? Ja, hinsichtlich meiner Nationalität. Ich bin eigentlich in Österreich geboren, aber aufgrund dessen, dass meine Eltern in Rumänien geboren sind, werde ich deshalb auch gehandelt. Naja, ich wurde ständig beleidigt. Im Sportunterricht wurde ich auch ständig, wenn wir Fußball gespielt haben, gefoult. Ja,
Ich war auf jeden Fall sehr traurig, dass ich auf keine Hilfe zurückgreifen konnte. Ich hatte nur meine Eltern, die so als moralische Stütze dienten, aber mir eigentlich nicht. Ja, teilweise in der Schule jetzt von älteren Schülern, dass ich halt anders aussehe, sag ich mal, dass ich halt ein Ausländer bin. Obwohl es dann halt auch 5, 6 Leute waren, habe ich dann noch gesagt, denkt ihr, könnt mich jetzt irgendwie einschüchtern oder so. Und dann kam halt einer auf mich zu und hat auch so gesagt, hier, willst du das in deine Fresse bekommen? Also halt seine Faust. Dann habe ich gesagt, also mir ist es egal. Da kamen auch meine Freunde, so wie jetzt hier in der Serie, haben mir dann auch geholfen und dann sind wir zur Lehrerin gegangen und dann wurde das geklärt. Warum tun sich Menschen das gegenseitig an? Vielleicht aus Neid. Sie sind eifersüchtig und traurig halt einfach. Ich glaube, diese Menschen können einfach keinem etwas gönnen, sozusagen. Also es gibt ja manche Menschen, die sagen, okay, wenn ich das schon so bekommen habe und gefühlt habe, dann muss das auch ein anderer fühlen. Also so schadenfroh ist dann man auch. Ich weiß nicht, weil sie denken, dass er oder sie anders ist als die anderen und dass das irgendwie vielleicht nicht gut ist. Und was ist so schlimm daran, anders zu sein? Für mich ist es jetzt nicht schlimm, anders zu sein. Es ist eher besser, anders zu sein, als immer nur irgendwie in dem Schema zu sein. Ich hatte früher ja landeblonde, lockige Haare, Schulter lang und deswegen wurde ich oft gehänselt. Ja. Irgendwann kam ich zu einer Castingagentur und die haben einen Jungen gesucht. Mit langen, blonden, lockigen Haaren. Und irgendwann haben sie dann mich gefunden und haben gesagt, der ist perfekt, den nehmen wir. Hast du denn schon mal jemanden ungerecht behandelt? Nein. Ja. Im Fußballspiel. Doch, beim Fußball schon, ja, manchmal. Faulen und dem Schiedsrichter dann gesagt, es war nichts. Ja, weil man seine Mannschaft nicht enttäuschen möchte. Und warst du denn schon mal selber aber ungerecht zu jemand anderem? Ja, also manchmal streiten wir uns ja und das passiert mal etwas Ungerechtes oder so. Ja, ich würde schon sagen, dass ich meine Schwestern hin und wieder ärgere. Man weiß es eigentlich manchmal selbst nicht, wenn man fies zu jemand anderen ist, weil man denkt, es ist lustig, aber ich glaube nicht unbedingt so wie im Video. Nein, weil der tut mir dann einfach nur leid, wenn ich sowas machen würde. Ich kann es einfach nicht, weil man muss sich denken so, Dennis, du musst dich selber mal fühlen, wenn dir das mal so passieren würde. Warum soll ich ihn dann jetzt mobben oder ungerecht sein oder sowas? Warum? Also der tut mir dann sehr leid halt. Ich mache sowas nicht. Was wünschst du dir denn, was Leute anders machen sollten, damit das nicht mehr passiert? Na, sie sollten auf jeden Fall das Problem nicht mit Gewalt lösen, würde ich sagen. Sollten andere auch nicht wegen ihrer Nationalität beleidigen. Sie sollten sie, falls sie schwächer sind, oder ja, unterstützen. Ja. Dann müsste man sich halt in die andere Rolle hineinversetzen und dann erstmal entscheiden, ob das halt wirklich ungerecht ist oder nicht. Ich kläre das immer. Wenn ich Streit habe, kläre ich das. Also, weil Gewalt, das bringt mir nichts. Was bringt es mir denn? Sich wieder sagen Entschuldigung und sich wieder vertragen. Also so machen wir es dann. Also es gibt viele Lösungen anstatt Mobbing und Beleidigung. So, meine Lieben, und das war das Video zum Projekt auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr fandet es genauso interessant und unterhaltsam wie ich selbst. Und schreibt mir bitte auf jeden Fall in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch bei den anderen YouTubern vorbeischaut. Ich werde euch natürlich die Playlist verlinken, dort sind nämlich alle Beiträge verlinkt. Und auch weitere Infos und Links werde ich euch alles unten in die Infobox wie immer packen. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns morgen wieder und ja, bis dann. Tschüss.